offen. Okay, also uns wurde angekündigt, Frau Bliesen ist schon unter den Wehen. Oh, die Blase ist zu Hause gesprungen. Ist das so richtig? Ja, ein bisschen, ja, genau. Ja, dann gehen wir einmal in Behandlungsraum. Tut mir einen Gefallen. Lass uns gucken. Die Blase ist schon geplatzt, so sieht's aus. So, dann einmal vielleicht auf die Liege. Bei Zwillingsgeburten ist es häufig so, dass die Kinder schon etwas früher reif sind als die Einlingsgeburten. Das hat die Natur wahrscheinlich so geregelt, weil der Platz irgendwann nicht mehr da ist. Ne? 38. Woche mit Zwillingen, das wäre schon ein Maximum. Und 35. Woche, als die Frau Bliesen kam, da hatte die schon richtig eine gute Schwangerschaft hingelegt. Ich bin noch gar nicht bereit, er geht nicht ans Telefon. Gib mir erstmal das Handy. Guck mal. Beruhig dich bitte mal. Sie haben, Frau Schreck, Sie haben eiskalte Hände. Und jetzt sind Sie mal vernünftig. Es sind zwei Kinder, die wollen gesund da rauskommen. Ja, aber die können jetzt nicht ohne meinen Mann da rauskommen. Ich erreiche den nicht, was soll ich denn jetzt machen? Das ist jetzt ganz egal. Jetzt lass uns erst mal gucken, wie die beiden Mäuse liegen und ob wir die gut da rausbekommen. Komm, wir brauchen Sie gehen auf nicht auf den Stuhl. Ich bin noch gar nicht bereit dafür jetzt. Frau Bliesen hat mir auch leid getan, das muss ich sagen. Der Mann muss das in der Schwangerschaft mitbekommen haben, wie ängstlich sie war. Und der war einfach nicht auffindbar. Das geht doch nicht. Wenn ich weiß, meine Frau ist kurz vor der Geburt, die Zwillinge schon so weit, dann halte ich mich als Mann parat. Das war für mich eine eigenartige Konstellation. Jetzt erschrecken Sie sich mal nicht. Kann man das jetzt noch ein bisschen rauszögern? Nein, nein, pass auf, jetzt keine Angst haben. Ich muss jetzt erst mal gucken, wenn die Geburt jetzt losgeht, genau, wie die beiden da drüben. Uns fehlt auch noch der Doppelwagen. Warte. Ach, eins ist ja mit dem Köpfchen schon ganz weit oben. Ach, das geht doch jetzt noch gar nicht. Doch, Sie haben bestimmt auch schon Druck. Müssen gar nicht, haben Sie gar nicht Druck, dass Sie meinen, die müssen Pipi machen? Oh, doch, aber ich halte es noch aus. Ich bin mir sicher, ich kann noch ein bisschen aushalten. Brauche ich eigentlich hier gar nicht zu untersuchen. Sie muss in den Kreis halten. Das ist Unsinn hier. Ich habe im Ultraschall gesehen, dass das erste Kind, die kleine Tochter Mona, mit dem Köpfchen schon ganz tief im Geburtskanal lag. Die hatte es eilig, die wollte kommen. Aber Max, der Bruder, der lag quer. Der hatte noch gar keine Lust, nach draußen zu kommen. Und da die beiden zweieich sind, also jeder seine eigene Fruchtanlage haben oder hatten, konnten wir erst mal den Max in Ruhe lassen. Doch ohne ihr Mann Lutz will Iris keines der Kinder zur Welt bringen. Als der werdende Vater auch nach einer weiteren Stunde unerreichbar bleibt, wächst die Gefahr für Mutter und Babys. Frau Bliesen, lassen Sie einmal locker, dass ich einmal nach dem Muttermund schaue. Nein, ich kann locker lassen. Doch, versuchen Sie es einmal. Das wird alles gut. Nein, ich bin noch gar nicht bereit. Doch. Der Lutz ist auch noch gar nicht. Ich schau mal, das können wir jetzt nicht aufhalten. Okay, ich schau einmal nach dem Muttermund, ganz locker lassen. Ja, das zweite Kind lag im Ultraschall schon in Querlage, was erstmal nicht beunruhigt, weil man halt nie weiß, wenn das erste schon geboren ist, wie entwickelt sich das zweite. Die haben immer noch die Chance, sich in eine Beckenendlage zu drehen, in eine Schädellage zu drehen. Das blieb halt bis zum Ende hier wirklich sehr spannend. Wie stellt sich jetzt dieses Kind wirklich ein? In der nächsten Wehe versuchen Sie einfach tief Luft zu holen und dem Druck nachzugeben. Okay, das schaffen Sie. Das können Sie jetzt nicht mehr aufhalten. Das schaffen wir. Okay? Ah, oh, schauen Sie mal, da kommt Ihr Mann, das ist alles gut. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich hatte mein Handy auf Lautlos. Ich bin schon das erste Kind. Okay, alles gut, ne? Ihr erstes Baby möchte auf die Welt. So, Frau Bliesen, jetzt ist Ihr Mann da und Sie konzentrieren sich. Das Baby möchte auch raus, ne? Ich bin da, alles gut. So, sagen Sie mir, wenn die nächste Wehe kommt, okay? Alles gut. Frau Bliesen machte psychisch schon einen sehr angeschlagenen Eindruck, muss ich sagen. Also sie sagte immer, ich schaffe das nicht. Und man hatte zeitweise das Gefühl, zwei Kinder sind ihr jetzt schon zu viel, bevor sie überhaupt auf der Welt sind. Tja, und so eine richtige Hilfe war der Ehemann in diesem Moment eigentlich auch nicht. Okay, da kommt die nächste Wehe. Richtig kommen lassen. Wehe kommen lassen, Luft holen und schieben Sie. Komm, schieben Sie. Du schaffst das. Super, machst du das. Super. So, da ist das erste Baby. Ein kleines Mädchen. Gut gemacht. Da drüben. Schauen Sie. Ich kann es gerade noch nicht. Okay, brauchen Sie eine Pause, dann nimmt der Papa es, ne? Als ich ihr das Kind geben wollte und sie es nicht direkt genommen hat, fand ich das total in Ordnung, weil sie hatte noch Wehen, es war noch ein zweites Kind im Bauch. Da musste sie sich einfach auch darauf noch konzentrieren. Ich habe es ja dann dem Vater gegeben. Dass der es allerdings dann direkt weitergab, fand ich schon sehr merkwürdig und hat mir echt zu denken gegeben, was da so noch kommt. Warum nimmst du es denn jetzt nicht? Frau Bliesen, drücken Sie noch mal einmal. Ich kann nicht mal ein Kind allein hin. Frau Bliesen, schieben Sie noch mal ein bisschen mit, dass wir den Mutterkuchen bekommen. Ich schaff das gerade. Schieben Sie noch mal ein ganz klein bisschen. Der kommt schon. Ich brauche eine Pause. Lassen Sie mal locker. Sie haben gleich eine Pause. Sie haben gleich eine Pause. Jetzt mal ganz lieb, da ist ja noch eins drin, das Luft braucht. Nicht so viel reden jetzt.
atmen Sie mal. Jetzt schieben Sie mal ein bisschen, ein klein bisschen mal schieben. Kommen Sie, der kommt schon. Ein kleines, bisschen mal schieben. So, im Regelfall, wenn man ein Kind auf normalem Weg bekommt und das zweite Kind liegt quer, würde man einen Kaiserschnitt direkt anschließen. Jetzt war aber hier der einzige Vorteil, dass die Kinder beide in eigenen Fruchthöhlen lagen und dieses zweite Kind quasi noch ganz unangetastet im Mutterleib war. Wir wollten das nicht forcieren bei dieser Frau, weil wir Angst hatten, dass sie in der Geburt panikt und wir dann noch mehr Probleme bekommen haben. Deswegen haben wir gehofft, dass der Max sich dreht. So, jetzt atmen Sie noch mal tief. Wunderbar. Macht sie ganz schön. Tief. Schön. So, jetzt lassen Sie noch mal locker. Ich taste einmal, ne, dem zweiten Baby geht es gut, aber ich taste einmal. Ich kriege noch nicht mal ein. Okay. Der Muttermund geht ein bisschen zu. Muttermund geht ein bisschen zu und das Becken ist leer. Frau Briesen, hören Sie mir mal zu. Die Wehen sind gerade ein bisschen weniger. Wir machen jetzt mal eine kleine Pause. Okay? Gucken, dass Sie wieder Wehen bekommen, damit wir dann gleich das zweite Kind bekommen können. Die Frau Briesen war vorher ja schon auffällig mit ihrer Psyche. Und wir hätten diese Frau sehr wahrscheinlich überfordert. Wir haben sowas noch nie gemacht, noch niemals. So viele Stunden zwischen einer Zwillingsgeburt gelassen. Aber mit ihr war anfangs überhaupt nichts machbar, nachdem das erste Kind da war. Die hat sich so verkrampft und die Hebamme hat ja dann auch festgestellt, der Muttermund hatte sich fast verschlossen. Da haben wir gesagt, wir müssen der Moment Zeit lassen. Nicht zum Nachahmen empfohlen. In den folgenden 6 Stunden weichen weder Schwester Britta noch Ehemann Lutz von ihrer Seite. Doch als die Wehen erneut einsetzen, versucht die Zwillingsmama auch ihre zweite Geburt zu verzögern. So, Wehe vorbei? Ja. Okay, dann lassen Sie noch mal locker. Ich taste einmal. Hoppala. Oh, jetzt ist uns die Blase geplatzt. Oh nein, ich kann das noch gar nicht. Ich brauche noch ein bisschen. Ich taste einmal. Atme. Ich bin noch nicht so weit. Okay. Sie atmen. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Alles gut mit dem Baby. Ja, jetzt müssen wir aber reagieren. Das Baby liegt immer noch quer. Ne, so wie ich es taste, wir machen jetzt mal einen Ultraschall. Ich rufe mal gerade die Ärztin dazu. Ja, hier war dann plötzlich wirklich Eile geboten, weil wir hatten dann einen Blasensprung vorliegen bei einer Querlage. Da ist eine Riesengefahr, dass das Kind sich selber die Nabelschnur abklemmt, dass die Nabelschnur vorrutscht. Das Kind ist dann in dem Moment in Lebensgefahr, wo man wirklich laufen muss und zusehen muss, dass man das Kind per Kaiserschnitt entbindet. Ne, die Ärztin kommt, jetzt macht einen Ultraschall und dann entscheiden wir, wie es aussieht. Was heißt entscheiden? Wir müssen schauen. Wenn es immer noch quer liegt und es ist jetzt ein Blasensprung, müssen wir das zweite Baby per Kaiserschnitt holen. Per Kaiserschnitt? Ja. Nicht mal eine normale Geburt kriege ich hin. Zu gar nichts. Sie haben doch eine normale Geburt, da können Sie jetzt gar was nichts für. Was ist auch sogar dafür mal, sie hatte jetzt einen Blasensprung. Das ist jetzt auch schon einiges an Zeit. Dass du einmal schallst, wenn es immer noch quer liegt, müssen wir reagieren. Ne? Das ist aber gar nichts bin ich so fähig. Sie konzentrieren sich jetzt mal bitte auf die Wehen. Das ist wichtig für das Baby. Ich bin schwach für alles. Frau Briesen hatte dann das Gefühl, dass sie mit einem Kaiserschnitt eine schlechte Mutter ist. Sagte immer, ich schaffe das alles nicht, ich habe das alles nicht geschafft. Hatte irgendwie überhaupt nicht wahrgenommen, dass sie ja schon ein Kind normal geboren hatte, was sie ja auch toll gemacht hat und dass sie an dieser Situation jetzt einfach gar nichts ändern konnte. Na, und da war wirklich ganz viel im Argen, was ja nachher auch noch rauskam. Sieht man ja, wie ich es schaffe. Die Herztöne sind nicht mehr so optimal. Nee, komm, Ende. Jetzt ist Ende im Gelände. Ja, wir müssen das Baby per Kaiserschnitt holen. Das war so klar. Das war Ende so jetzt. Entspannen Sie sich mal. Versuchen Sie zu atmen. Hast du ein Telefon? Das rufst du mal gerade alle an. Kaiserschnitt heißt. Wir holen das zweite Baby jetzt schnell per Kaiserschnitt. Da kann ich gar nichts tun, oder? Wir können hier warten. Aber atmen Sie. Wir haben jetzt einen Blasensprung. Wir haben lange gewartet und dem Baby die Chance gegeben. Ich muss noch mal ganz dringend weg. Das ist nicht dein Ernst. Du kannst so richtig gleich wieder gehen. Wir haben doch jetzt hier nicht wirklich vergnügt. Auf Wiedersehen. Ich bin gleich wieder da. Jetzt wirklich. Pass mal die Herztöne an. Jetzt schau mal die Herztöne. Nee, pass mal auf. Jetzt haben wir alles getan, um nach Ihren Wünschen das irgendwie zu regeln. Als Herr Briesen auf einmal sagte, ach, wenn es jetzt zum Kaiserschnitt kommt, dann bin ich mal weg. Da kann ich ja eh nicht helfen. War eine ganz untypische Situation, habe ich so auch noch nie vorher erlebt. Und ich konnte in dem Moment nicht damit umgehen, weil ich musste mich wirklich um Mutter und Kind kümmern, weil da einfach Eile geboten war. Da habe ich für sowas dann in dem Moment auch keine Zeit. Aber es hat mich sehr stutzig gemacht. Kommt wieder abgehauen, ist ja, er wieder. Ich haben Sie mir eingefallen? Wir schaffen das schon. Wir können uns gerne bis vorn begleiten, aber mehr auch jetzt nicht. Frau Briesen hat nur das Wort
Kaiserschnitt gehört, da hat die eine solche Panikattacke hingelegt mit solchen Veränderungen ihrer Vitalwerte, dass wir gesehen haben, dem Kind ging schlecht, das fiel mit den Herztönen runter. Und dann gibt es kein Vertun, dann gibt es auch keine Diskussion und niemand, der im Wege zu stehen hat. Dann gibt es nur eine notfallmäßige Sektion. Es geht hier um das Kind, um nichts anderes. Mit dem Kaiserschnitt kann Christine Trautner gerade noch verhindern, dass ihres kleiner Sohn einen gefährlichen Sauerstoffmangel erleidet. Doch im Gegensatz zu der Gynäkologin kann sich die junge Mutter am nächsten Morgen nicht über ihre gesunden Zwillinge freuen. Eine Mona und einen Max. Guck mal, der hat uns doch so in Fahrt gebracht. Du alter Franz, du, was fällt dir eigentlich ein? Ist der nicht goldig? Als ich die Kleinen gesehen habe, nach all diesen Stunden, ach, Mensch, ich war so froh, das kann ich überhaupt gar keinem sagen. Und dann in das Zimmer reinzufahren mit den beiden, das war für mich eine Riesenfreude. Ich hätte mir gewünscht, die Frau Briesen, die sitzt in ihrem Bett und ruft und jubelt. Aber das war noch ein ganz merkwürdiges Verhalten. Die Frau hatte noch irgendein Problem. Möchten Sie denn schon mal Ihre Kinder auf den Arm haben? Trauen Sie sich das zu? Für die erste Bindung, das ist ja auch wichtig. Was ist, wenn ich es falsch halte? Denn es gibt bestimmt so viel, was ich da falsch machen kann. Ich meine, ich habe nicht mal die zweite Geburt von allein. Dann meckern die Frauen, die Sie falsch halten. Dann meckern. Ach, hallo. Das ist der Vorsicht. Geht das mit dem Bauch? Im richtigen Moment. Geht das mit dem Bauch? Wow, du bist also auch mal da. Das ist ja der absolute Oberhammer. Moment, kommen Sie mal hier zu Ihrer Frau. Ich nehme mal den Kopf. Ja, echt der Oberhammer. In der Stimmung. Nach der zweiten Geburt lässt du dich langsam auch mal blicken. Wo warst du denn die ganze Zeit? Nein! Als der Vater reinkam, war ich echt ein bisschen säuerlich, muss ich sagen. Der hatte sich einfach aus dem Staub gemacht zum Kaiserschnitt hin. Dann kam der an, als wäre nichts geschehen. Hat sich auf seine Frau gestürzt, hätte ich fast gesagt. Hat die Kinder nicht mal richtig angeguckt und wollte dann Erklärungen abgeben. Ja, ich wusste nicht, wie ich den einsortieren sollte. Es tut mir leid, ich wollte es dir nur recht machen. Du wolltest, ja, wo warst du denn? Sag doch, wenn du bei einer anderen warst oder wenn es dir jetzt auf einmal zu schwer wird. Es wird mir nicht zu schwer. Komm, bei der Krit war es doch ganz genauso, ehrlich. Bei der lief es ganz genauso. Der Mann hat die Kinder gesehen und dann war er weg. Und so wird es jetzt bei uns auch sein. Ich habe ihren Mann kennengelernt. Du weißt genau, dass ich nicht so ein Typ bin wie er, so ein Vollhorst. Ja, weißt du genau? Gib mir mal eine Erklärung. Du weißt genau, dass ich dich liebe und dass ich dich nie verlassen würde. Frau Briesen hatte im Schwangerschaftskurs schon erlebt, dass dort eine Mitschwangere von ihrem Mann verlassen wurde, nachdem der die Zwillinge gesehen hat. Die erwartete also auch Zwillinge. Und da hat die sich massiv mit ihren veränderten Hormonen in der Schwangerschaft reingesteigert und ist davon ausgegangen, so wird es mir auch gehen. Und deswegen war zum Zeitpunkt der Geburt mit der Frau wirklich in der Hinsicht Kinder kriegen nichts los. Du warst so traurig, dass wir noch nicht alles beisammen hatten. Ich bin seit Wochen laufe ich von Secondhand-Laden zu Secondhand-Laden und schaue, dass wir die Sachen noch besorgt kriegen, die wir noch brauchen. Ich habe eine Zwillingswippe besorgt und gestern vor dem Kaiserschnitt, ich musste ganz schnell los. Ich habe eine Nachricht bekommen, dass ich jetzt sofort kommen kann, diesen Zwillingskinderwagen abzuholen. Aber hör mal, ich will mich ja da nicht einmischen, aber trotzdem lässt man deine Frau in der Sektion nicht alleine. Ich weiß, Mensch, da wird der Bauch aufgeschnitten. Ich weiß, es und da tut mir furchtbar sie leid. Und sie hat so ich wollte dich nur glücklich machen. Ich wollte dich wirklich nur glücklich machen. Es tut mir wirklich leid. Jetzt vertragen Sie sich wieder. Vielleicht waren Sie in der Situation auch einfach ein Stück überfordert und konnten keinen klaren Gedanken fassen. Und Sie sehen, jetzt ist er doch wieder da. Die ganze Zeit. Und für zu Hause, muss ich Ihnen sagen, Sie holen sich eine Nachsorgehebamme. Sie können auch sich eine familiäre Hilfe noch beantragen, die Sie unterstützt bei Zwillingen. Genau. Gerade bei Mehrlingsgeburten haben Sie dann Anspruch drauf. Frühe Hilfen ist eine Einrichtung in Deutschland, wenn ich mich nicht irre, seit 2009. Die von Kinder- und Jugendeinrichtungen geleitet wird, von den Jugendämtern, die helfen Eltern von Lebensjahr 0 bis 3, dass die Kinder gut ins Leben kommen, die helfen den Frauen mit dem Alltag fertig zu werden, die unterstützen. Eine tolle Einrichtung. Schön, dass es sowas in Deutschland gibt. Noch in der Klinik hat sich Mama Iris Unterstützung für die ersten Wochen mit den Zwillingen besorgt. Da auch Schwester Britta und Papa Lutz der 28-Jährigen tatkräftig zur Seite stehen, hat sie ihr doppeltes Mutterglück inzwischen bestens im Griff.